Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns in den Philippinen im Seehafen, wo wir euch ja regelmäßig eine Vorschau, inzwischen schon das dritte Video hier sozusagen, eine Vorschau bieten, und zwar zu den bevorstehenden Schiffen. Und diesmal haben wir eine Schwester der Cleveland hier reingestellt, und zwar die Montpellier, ein T8-Schiff, was sehr viel Ähnlichkeiten mit der Cleveland hat. Wollen wir uns mal ganz kurz hier die optische Geschichte so ein bisschen reinziehen? Kann man, kribbelt es vielleicht bei dem einen oder anderen schon mal so ein bisschen, der vielleicht amerikanische Kreuzer sammelt, die amerikanische Navy mag, und hier auch die leichten Kreuzervarianten. Wir haben hier Geschütze, vier Türme, A3 Rohre, 152 mm verbaut. Und ja, eben den typischen Spielstil der Cleveland drin. Aber nicht alles ist ganz hundertprozentig identisch zur Cleveland, denn der Rumpf hier ist ein bisschen anders. Minimal, gebe ich ja zu, aber er hat 600 Trefferpunkte mehr als der beste Ausbau bei der Cleveland. Dann geht schon weiter. Panzerung und so weiter ist soweit identisch, aber wir haben eine andere Hauptbatterie. Wir schießen hier ja 152 mm. Die Streuung ist auch soweit identisch, aber der Sigma-Wert ist unterschiedlicher. Denn wir haben hier einen Sigma-Wert von 2,15 im Gegensatz zu Cleveland, die 2,05 hat. Ja, Ladezeit 7 Sekunden. Das ist nämlich dann der Gegenteil. Ihr kriegt ein bisschen mehr an Genauigkeit, habt aber eine halbe Sekunde längerer Reload. Ob sich das wirklich lohnt? Ich weiß es nicht. Die mehr an Genauigkeit, das wird wohl kaum spürbar sein. Der mehr an Nachladezeit würdet ihr wahrscheinlich eher mal merken. Ja, behaupte ich jetzt mal. Von daher, weiß ich nicht, ob das ein cleverer Tausch ist. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Die Sekundärbewaffnung, die Hauptfeuerreichweite, oder die Feuerreichweite der Hauptbatterie, so heißt es ja richtig, ist komplett identisch. Sowie auch die Flugabwehr, die hier komplett identisch ist mit der Manövrierbarkeit und der Verborgenheit. Da gibt es keinerlei Unterschiede nachher mehr. Von daher, ihr bleibt bei den Trefferpunkten und bei der Artillerie. Auch beim Verbrauchsmaterial ist es ja so, ihr habt hier jetzt dann ganz normal die Verbrauchsmaterialien, die ihr halt auf einer Cleveland auch habt. Schadensbegrenzungsteam, defensives Flakfeuer, Radar und im Austausch Aufklärungsflugzeug und auf Platz 4 eben eine Hydroakustik. Das heißt, ihr seht eine ziemlich gute Jäger für Zerstörer zum Beispiel. Ja, euch vor kurzem erst vorgestellt, die Yuki Kase zum Beispiel wäre ein perfekter Gegner für euch, den ihr sehr gerne beschießen werdet, sicherlich. Ja, und dann kommen wir zu den Verbesserungen. Die Verbesserungen beinhalten genau die gleichen wie auch bei dem Forschungsbaum von der Cleveland, wo es auch keinerlei Unterschiede gibt. Zumindest konnte ich keine feststellen. Alles, möchte ich nochmal sagen, ist Work in Progress. Das heißt, es kann sich jederzeit noch ändern, was die Werte hier betrifft. Vielleicht wird das Schiff wieder schneller in der Nachladezeit oder bekommt nochmal irgendwie was ganz Besonderes. Vorgesehen ist es aktuell oder ist jetzt bekannt gemacht worden, dass diese Montpellier zumindest für die Azur Lane Kooperation Teil 2 verwendet wird. Es wird eine Tarnung für dieses Schiff geben. Vielleicht gibt es auch ein dediziertes Schiff extra, ich sag mal so ähnlich wie bei der Graf Spee oder so, ein dediziertes Schiff Montpellier Azur Lane, sage ich es mal. Und dann wird es dieses Schiff vielleicht auch nochmal separat als klassisches Schiff geben für alle, die mit der Azur Lane Zusammenarbeit jetzt nicht so viel anfangen können. Ja, ich weiß es nicht. Das ist alles noch offen. Ist sicherlich interessant, gerade für Kreuzerfahrer, die eine Cleveland schon haben, aber noch ein Premium-Schiff davon gerne haben möchten oder dieses Schiff einfach sammeln. Ich glaube schon, dass das eine Menge Spaß machen kann. Ihr habt eine gute Erkennbarkeit runter auf bis auf 9,3 Kilometer, habt einen guten Schusswinkel, gerade auch über Berge hinweg. Also, ja, eigentlich ganz spannend, wenn es das Schiff nicht schon mal gäbe. müsst ihr dann ja, euch selber überlegen. Schreibt mir halt gerne in die Kommentare rein, ob das Schiff für euch spannend ist, ob ihr euch das zulegen würdet, wenn es denn als klassisches Schiff ist, oder interessiert euch auch die Manga-Version, dann ja, auch damit rein in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, sehr freuen, wenn wir uns darüber mal so ein bisschen austauschen können. Und in dem Moment sage ich jetzt schon mal vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, und ja, wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal.
Euer Andi, euer Secrets Team, ne? Bis dahin, ciao, ciao.